Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Ich möchte heute eine kleine Tasche nähen, die ich als Schlüsseletui oder auch als Geldbörse benutzen kann. Dazu brauche ich 3 Stückchen Stoff. Die sind 18 x 24 cm groß. Dann brauche ich einen Knopf und einen Schlüsselring. Ich habe jetzt hier einen Schlüsselring mit einem Karabinerhaken, aber ein einfacher Schlüsselring tut es auch. Dann brauche ich natürlich ein Schnittmuster. Das habe ich mir selbst so ausgedacht. Und zwar habe ich eine 8 gezeichnet und dann noch ein bisschen daran herumgebastelt, bis diese beiden Schnittmusterteile entstanden sind. Einmal ein größeres Teil und einmal ein kleineres Teil. Und mit dem kleineren Teil fange ich an. Ich nehme eins von diesen Stoffstücken. Ich habe jetzt hier etwas festeren Stoff. Das sind so Stoffmuster aus einem Stoffmusterbuch. Und wie gesagt, der Stoff ist fest. Da brauche ich keine Flieseline auf die Rückseite zu bügeln. Wenn ihr diese kleine Tasche nachnähen möchtet und dünneren Stoff nehmt, dann könnt ihr hier auf die Rückseite Flieseline H630 bügeln. Und zwar nur auf eine Hälfte von dem Stoffstück. Also ich nehme eines der 3 Stoffstücke, knicke das rechts auf rechts und dann lege ich das kleine Schnittmusterteil da drauf und zeichne da einmal mit einem Stift oder mit Schneiderkreide drumrum. Und dann kann ich hier oben diese schräge Linie einmal nachnähen. Und zwar mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3. Also einmal nur hier oben diese Linie nähen. Diese Linie ist das. Diese Linie nähen. Und dann kann ich das ganze Teil knappkantig einmal ausschneiden. Nur hier oben nähen, am Anfang und am Ende verriegeln, hier an den Seiten nicht nähen. Jetzt habe ich hier oben also die Naht genäht, am Anfang und am Ende verriegelt. Und bevor ich das Ganze jetzt umklappe, wende und bügel, schneide ich hier oben bei der Rundung überall so ganz kleine Keile ein. Dann legt sich das nach dem Wenden besser an. Also ab und zu so kleine Keile reinschneiden oder wenn ihr eine Zackenschere habt, könnt ihr die Nahtzugabe auch mit der Zackenschere zurückschneiden. So, dieses Teil ist fertig, das habe ich gewendet und gebügelt. Das kann ich einen Moment zur Seite legen und dann bereite ich mir die nächsten beiden Teile zu. Dazu nehme ich meine beiden Stoffe, lege die rechts auf rechts. Und dann lege ich das Schnittmusterteil auf, zeichne da einmal drumherum und schneide dann die beiden Teile aus. Nun habe ich die beiden Stoffe zugeschnitten und jetzt kann ich alle Teile zusammennähen. Dazu nehme ich ein Teil und lege das mit der rechten Seite nach oben und ihr seht schon, diese Seite ist größer und diese Seite ist kleiner. Und auf die größere Seite lege ich das Teil, was ich vorhin genäht habe. Da sind ja 2 rechte Seiten außen, also ist das egal, wie rum man das da drauf legt. Also das erste Teil, rechte Seite nach oben, dann das zweite Teil, was ich eben genäht habe, drauflegen und dann das dritte Stoffstück mit der rechten Seite nach unten auflegen. Ich zeige es nochmal. Eines der größeren Stoffstücke mit der rechten Seite nach oben legen. Darauf kommt dieses Teil, was ich eben genäht habe. Dabei ist es egal, wie rum das aufgelegt wird, weil das Teil 2 rechte Seiten hat. Und dann kommt das dritte Stoffstück obendrauf mit der rechten Seite nach unten. Dann wird alles festgesteckt und Füßchen breit mit einem ganz normalen Geradstich zusammengenäht. Dabei muss man hier oben
in dem kleineren Stück eine Wendeöffnung lassen. Also hier oben eine kleine Wendeöffnung lassen. Wenn man das dann alles rundherum genäht hat, hier am Anfang und hier am Ende das Verriegeln nicht vergessen, dann kann man die Nahtzugabe zurückschneiden und hier bei diesen Ecken noch einmal mit der Schere bis zur Naht einen kleinen Keil einschneiden, dann legt sich das besser nach dem Wenden. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man die kleine Tasche wenden und bügeln. Nach dem Zusammennähen habe ich also die Nahtzugaben zurückgeschnitten und das Ganze gewendet und gebügelt. An der Wendeöffnung wird die Nahtzugabe nicht zurückgeschnitten, weil man die Wendeöffnung sonst nicht so gut zunähen kann, wenn das hier oben so knapp ist. Also und jetzt werde ich als nächstes die Wendeöffnung hier oben mit der Hand zunähen. So, die Wendeöffnung habe ich hier oben mit der Hand zugenäht und jetzt muss ich mir überlegen, wie meine kleine Tasche, mein Schlüsseletui oder meine Geldbörse von außen aussehen soll. Soll das so aussehen? Oder soll diese Seite nach außen? Weil noch kann man das wenden und sich überlegen, welche Seite nach außen soll. Ich denke, ich werde das so rum machen. Und ich wollte ja meine Tasche mit einem Knopf verschließen. Deshalb muss ich mir jetzt noch ein Knopfloch machen. Ihr könnt das aber auch mit Kammsnaps oder mit einem ganz normalen Druckknopf verschließen. Also man muss das nicht mit Knopf und Knopfloch machen. Ich zeige euch mal, wie ich das mit den Knopflöchern mache. Also hier muss ja jetzt ein Knopfloch in die Mitte. Dazu falte ich mir das hier einmal und dann markiere ich mir die Mitte mit einer Stecknadel. Da ist die Mitte. Und dann habe ich mir so ein Probeknopfloch mit dem Knopflochfuß und der Nähmaschine genäht. Und zwar auf den gleichen Stoff, den ich auch hier zum Nähen von dieser kleinen Tasche verwendet habe. Und jetzt habe ich also das Knopfloch hier und weiß schon, wie groß das wird und kann das dann hier so mittig anlegen. Und dann lege ich mir das mit diesem kleinen Probeläppchen unter den Knopflochfuß. Dann weiß ich genau, wo die Nähmaschine anfängt zu nähen und wo sie aufhört. Dann bekomme ich das Knopfloch immer gut an die Stelle, an der ich das haben möchte. Also hier habe ich jetzt die Mitte und dann nehme ich die Mitte von dem Knopfloch, lege das so Mitte auf Mitte, lege mir das unter das Knopflochfüßchen und dann kann ich hier das Knopfloch machen. Und wenn das Knopfloch fertig ist, dann kann ich hier unten noch den Knopf annähen. Hier habe ich nun das Knopfloch genäht. Das kann ich jetzt mit dem Nahttrenner aufschneiden. Und damit ich hier am Ende den Riegel nicht mit durchschneide, stecke ich mir da eine Stecknadel rein. Und dann kann ich von dieser Seite das Knopfloch so mit dem Nahttrenner oder mit einer kleinen Schere aufschneiden und dann stoppt der Nahttrenner hier automatisch, wo die Stecknadel ist und dann kann ich hier den Riegel also nicht beschädigen. Nun kann ich hier den Knopf noch annähen und da ich das Ganze als Schlüsseletui nutzen möchte, mache ich dann hier noch den Schlüsselring fest, den nähe ich mit einem Zwirnsfaden an, damit das auch gut hält. Mein Schlüsseletui ist fertig. Ich habe hier noch den Schlüsselring mit dem Karabinerhaken angehängt und schon mal einen Schlüssel und eine kleine Taschenlampe da dran geklipst. Die Tasche ist groß genug, da passen noch mehr Schlüssel rein. Und wie gesagt, ihr könnt die kleine Tasche ja auch als Portemonnaie verwenden.
Dann lasst ihr einfach den Schlüsselring weg. Als Geldbörse ist das auch sicher. Die Klappe schließt hier oben ab, da fällt auch nichts raus. Ihr könnt Knopf mit Knopfloch machen oder einen Druckknopf verwenden oder Kammsnaps. Das ist egal, das kann man so machen, wie man das möchte. Jetzt kann man sich so ein kleines Täschchen auch noch einfacher nähen, und zwar ohne die Rundungen, einfach rechteckig. Dazu nimmt man zweimal Stoff, faltet sich ein DIN A4 Blatt einmal zur Hälfte und zeichnet sich das einmal hier auf. Ich habe jetzt hier auch wieder Stoffe aus meinem Musterbuch, die sind etwas dicker. Da kann ich auch bei dieser Variante auf Flieseline verzichten. Aber wie gesagt, wenn ihr einen dünneren Baumwollstoff nehmt, dann müsst ihr da auf die Rückseite von einem Stoffteil Flieseline H630 aufbügeln. Also einmal das gefaltete DIN A4 Blatt, also DIN A5, dann aufmalen, dann das DIN A4 Blatt bzw. DIN A5 Blatt noch einmal falten und die zweite Hälfte hier oben aufmalen und dann erstmal wieder alle Teile ausschneiden. Ich habe alle Teile zugeschnitten und dann wird das genauso genäht wie bei dieser Variante. Die beiden kleinen Stücke rechts auf rechts legen und dann einmal hier oben mit einem ganz normalen Geradstich Stichlänge 2,5 zusammennähen, am Anfang und am Ende verriegeln. Und dann geht das genauso weiter wie bei dem anderen Täschchen. Ein Stoffteil mit der rechten Seite nach oben vor sich hinlegen. Darauf wird dieses Teil gelegt, das ich eben zusammengenäht habe. Und darauf kommt das letzte Stoffteil mit der rechten Seite nach unten. Und dann alles schön zusammenstecken. Und dann wieder einmal drumherum nähen. Mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, Füßchenbreit einmal ganz drumherum nähen und hier oben wieder eine Wendeöffnung lassen. Also einmal ganz drumherum nähen, hier oben eine Wendeöffnung lassen, am Anfang und am Ende der Wendeöffnung verriegeln, damit beim Wenden die Nähte nicht einreißen. Wenn ihr das zusammengenäht habt, die Nahtzugaben zurückschneiden und das ganze Teil wenden und bügeln. Wenn ihr da einmal drumherum genäht habt, die Ecken zurückgeschnitten habt und die Nahtzugaben, dann muss das ganze Teil ja gewendet werden. Und hier ist die Wendeöffnung. An der Wendeöffnung wird die Nahtzugabe nicht zurückgeschnitten. Und bevor ihr das wendet, könnt ihr die Wendeöffnung einmal so zurückklappen und mit dem Daumennagel so etwas pressen oder auch bügeln und diese Seite genauso auch mit dem Daumennagel einmal so drüber gehen. Und wenn ihr das dann erst wendet, dann legt sich die Wendeöffnung nach dem Wenden schon sehr gut an und man kann sie dann gleich mit der Hand zunähen. Das könnt ihr nicht nur bei diesem Täschchen so machen, sondern bei der anderen Variante auch oder überhaupt immer, wenn es irgendwo eine Wendeöffnung gibt und man etwas wenden muss. Dieses ist jetzt die zweite Variante. Dieses Täschchen habe ich genauso beendet wie dieses. Wendeöffnung schließen, Knopfloch ausmessen, Knöpfe annähen und wenn man möchte, könnte man jetzt hier innen noch einen Schlüsselring annähen und das auch als Schlüsseletui nehmen. Aber ich werde dieses kleine Täschchen vielleicht als Portemonnaie nehmen oder für irgendwelche Kleinigkeiten, da wird sich schon was finden. Zum Üben ist vielleicht diese Variante einfacher, dann hat man hier die Rundungen nicht, aber so schwer ist dieses Teil auch nicht zu nähen. Das Schnittmuster verlinke ich euch unten, dann könnt ihr euch das als PDF ausdrucken für dieses Täschchen, dann braucht ihr euch das nicht selber zu zeichnen. Und hier habe ich ja gezeigt, einfach ein DIN A4 Blatt falten und dann kann man das so nähen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.